Gut, dann haben wir eine neue Maschinenart. Das ist der Feuerbrüllrücken. Brutstätte Xi. Genau, die können halt zu dieser, gehören zu einer anderen Brutstätte dazu. Überbrücken ist gesperrt, bis wir halt diese Brutstätte haben. Angeschwollen von seiner flüssigen Ladung sprüht er diese beim Angriff auf Gegner, um sie einzuhüllen. Maschinenbauteile 4 Körper. Harte Außenhülle, die synthetischen Muskeln und Betriebssysteme schützt. Schwäche Eis, Stärke Feuer. Lohe Behälter. Lohe Vorratsbehälter. Treffer von Elementmunition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil ab, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Schwäche Feuer und Abriss, Stärke keine. Frachtbeutel ist das große hinten. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Elementfernangriff und löst eine Elementexplosion aus, die alles in diesem Bereich schädigt. Schwäche alles, Stärke keine. Schlund. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert Feuerangriff und löst eine starke Explosion aus, die alles in diesem Bereich in Brand setzt. Schwäche alles, Stärke keine. Okay. Brüllrückenlinse und Brüllrückenherz. Oh, 38 und 76 ist das wert. So, wir machen jetzt den Bastler hier. Hammer. Ja gut, sammle im Reiten Ressourcen. Das ist eigentlich ganz cool. Auf unbegrenzte Zeit, ey. Das ist auch sicher cool. Reitmaschine rufen. Ruft eine neue. Das heißt, ich habe dann immer ein Reittier. Munitionsbau. Höhere Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Oh, ich mach das hier. Drücke jetzt hier, um einen Sprungangriff von deiner Reitmaschine zu starten. Beschädigt mittlere Maschine und kann kleine Maschinen und Menschen ausschalten. Ah, das ist so wie ein Finisher. Ja, ich mach das hier. Ich will mehr Ressourcen haben. Also wir brauchen 3 und dann nochmal 3. Ja, wir gehen halt voll auf Sammler. Reitmaschinen sind nicht so meins. Also klar, man könnte sich so eine kleine Armee machen, aber ich will dann eher Nahkampf machen. Ich will mehr Schaden machen, vor allem mit meinem Speer. Ich bin so schlecht. So, die verdorbenen Zonen sind Stufe 15. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal Jagdglück. Auftrag, ein Jäger in Mutterkrone hat Eloy gebeten. Ah genau, das ist das mit den Eberhäuten sammeln und Times Ring finden. So, wir können jetzt hier einfach raus, oder? Ja. Und wir brauchen unbedingt, aber ganz unbedingt, okay, kein Reinholz. Genau das Outfit hier. Ich will hier das. So, wir leeren das. Wir können das ja rausnehmen. Wir brauchen halt bessere Rüstungen. Wir sind so am Arsch. Haben wir hier was Besseres mittlerweile? Schauen wir mal. 8 und 10 auf Feuer. Oder Abriss. Oder einen Schaden halt erhöhen. Das ist halt schon. Das ist halt echt cool, dass wir das so. Dass wir das so modifizieren können, wie wir fröhlich sind. Oh, der Schaden. So, so schön. So, wir brauchen aber Wasser. Wir brauchen Wasser, weil wir wollen fischen. Wo haben wir hier Wasser? Ah, das wird hier leider nicht genau markiert. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen da mal runter. Wir haben jetzt fast 1,5 Stunden. Wir werden schauen, dass wir so auf 1 Stunde 40 kommen. Eberhäute. Das ist wahrscheinlich einfach, wenn ich Wildschweine töte, oder?
Ja, ja, bleib hier, bleib hier. Oh ja, kommst leider nicht weiter. Zack. Wildschweinhaut. Ah, das zählt unter Eberhäute. Okay, dann habe ich sie richtig verstanden. Wildschweine werden ja auch gerne in Spielen als Eber bezeichnet. Im Wald ist es immer so ruhig. Das ist wahr. So, der flüchtet da schon. Wir laufen natürlich hinterher, weil wir wollen den haben. Heilende Wildgut, ich brauche unbedingt was zum Heilen. Hey, bleib doch hier. Vorsicht da unten. Vorsicht da unten. Das war irgendwie süß. Bleib hier. Okay, dankeschön. Knochenhammer. Hier haben wir noch ein Wildschwein. Oh, ah, okay, die Wildschweine rundherum, die flüchten alle. Ja gut, wir sind halt irgendwo. Wir sind echt irgendwo. So, die Schockwurzel brauchen wir nicht. Das hier nehmen wir noch mit. Oh, noch was zum Heilen. Oh, wir werden richtig belohnt. Heilend? Bist du auch heilend? Ja, sehr cool. Das ist alles Holz. Was bist du? Heilend. Oh, sehr schön. Zwei Beutel haben wir schon voll. Beim dritten sind wir dabei. Das ist eine Schockwurzel. Ich brauche halt auch Wasser, weil ich brauche einmal Fischhaut. Damit ich hier meinen Rüstungsbeutel voll machen kann. Und dann geht's an die Munition. Dann schauen wir, dass man... Dann schauen wir, dass man mal... So, weg mit dir. Noch eine Spule. Ich muss sagen, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass hier welche sind. Hier ist ein Truthahn. Da hinten ist ein Wildschwein. Hier ist auch ein Wildschwein. Das sieht mir eher nach einem Truthahn aus, ja. Oh, hier ist Wasser. Sehr schön. Fische? Sind hier Fische? Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu seicht, oder? Ja, ich glaube, das ist zu seicht. Nee, hier sind nirgendwo Fische. Das Wasser hier ist nicht tief genug. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Da hast du vollkommen recht, Eloy. Man weiß es wirklich nicht. So, drei haben wir schon voll. Ein Grasergebiet ist hier. Ja, hier sind keine Fische. Oh, wir haben ihn betäubt und jetzt ist er tot. Die sind halt super entspannt. Ciao. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Tein. Und ein Wildschwein. Jo. Dann folgen wir einfach mal der Spur hier. Hammer, wir haben nur leider jetzt hier ein Kampfgebiet. Ist das Wasser hier tief genug? Also sie muss schwimmen.
könnte reichen. Ja, ich sehe hier Fische. Oh, bitte gib mir eine Haut. Fettes Fleisch, so ein Mist. Ich schaue noch mal nach zur Sicherheit, aber... Einmal Fischhaut, genau. Schaut mir auch nur nach fettem Fleisch aus. Reichhaltiges Fleisch, okay. Unbedingt. Ich will das oben voll haben. Lagerfeuer entdeckt. Wo? Oh, hier. So, dann ab hier nach oben. Hier haben wir auch noch was zum Heilen. Ah, hier liegen wieder tote Wächter rum. Hier ist ein Lagerfeuer. Sehr schön, wir können mal abspeichern. Bin ich froh. In dem Wasser hier sind nicht genug Fische. Ist hier irgendwo mehr Fische? Hier sind viele Fische. Schnell aufstehen. Ah, ist auch wieder nur weiß. Ja, knochiges Fleisch. So, hier ist ein Lachs. Ach komm schon. Gib mir doch das, was ich brauche. Einmal grün, einmal blau. Ich hoffe, da kriege ich jetzt die Haut. Fischgräte. Und einmal Fischhaut. Sehr schön. Herstellen. 3 Kapazität. Beutel 4. Fertig. So, Fallenbeutel. Jäger Stolperfallen. Mach mal. Mach mal. Truthahnhaut haben wir auch. Was? 3 ist Maximum? Okay, Lohe. Schweinsknochen. Oh, Kaninchenknochen haben wir genau noch 1. Oh, ich brauche eine Fuchshaut. So, dann haben wir das hier. Oh, da brauche ich auch eine Fuchshaut. Was haben wir hier? Fischgräte? Eine Waschbärhaut. Okay. Spezialobjekte. Verlorener Ring. Questobjekt. Times Glücksring. Ein bearbeitetes Maschinenteil, das mit Tierfell umwickelt ist. Nass. Jagdglück. Nein, nicht Quest deaktivieren. Ja, jetzt kann ich hier das Zeug auch mitnehmen. Die Schockfalle auch. Metallscherben, ein bisschen was. Outfit-Gewebe, aha. Gut. Wir brauchen jetzt Fuchs und Waschbär heute. Ein Waschbär. Mist, daneben. Hm.
Nein, schade. Truthahn bringt mir nichts. Was ist das? Das ist auch ein Wildschwein. Ein Wächter. Das ist auch ein Waschbär. Gut. Wir haben es jetzt. 1:39. Wir sollten dann aufhören. Es ist schon urspät. Es ist 2:13 Uhr in der Früh. Aber ich kann schon wieder nicht aufhören. Vor allem gerade so bei Sachen vervollständigen. Da bin ich so angefixt immer. Das war auch Wahnsinn bei Far Cry 3. Ah, Waschbärknochen. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche Waschbärhaut. Ja, genau, Waschbärhaut. Das heißt, der Waschbär muss blau sein, wenn er stirbt. Jo. Was ist das? Ein Truthahn? Das ist auch ein Truthahn. Das ist auch... Der ist hier ganz in der Nähe. Ich glaube, der sucht mich. Ich weiß, wie man einen Sägezahn überbrückt, wenn ich nah herankomme. Warte, ich muss das mal probieren. Wahrscheinlich auch mit F, oder? Normalerweise will ich immer alle töten, aber diesen Sägezahn... Hey, bleib doch mal stehen, Junge. Alter, ich kann den nicht überbrücken, wenn der nicht einmal stehen bleibt. Ich glaube, der geht seine Route, oder? Alter, der Rutscher war... Der Rutscher kam echt plötzlich. Ich habe nicht gewusst, dass sie rutschen kann. Boah, kann ich jetzt auf dich... Kann ich auf dich drauf hüpfen? Oh nein, ich kann dich nicht reiten. Schade. Du kommst aber mit mir mit, oder? Warum folgst du mir nicht? Hallo? Er geht einfach weiter. Ja gut, dann halt nicht. Ein Fuchs. Nein, schade. Ich kann nicht aufhören, Mann. Das ist so schlimm. Wildschweine. Ich brauche keine Wildschweine. Ah, der ist tot. Ich brauche zwei Füchse. Und einen Waschbär. Kaninchen. Waschbier. Waschbier, komm schon. Batz. Leider nur die Knochen. Das ist enttäuschend. Der ist echt sauer. So,
So, der ist mal weg. Die anderen zwei laufen weg. Ich kriege immer mehr von diesen Ausbeuterkisten. Ja gut, wir sind jetzt bei 1,45. Wir machen eine Aufnahmepause. Ah, jetzt ist er feindlich, okay. Wächter, Wildschwein. Waschbier. Hier ist ein Waschbier. Lauf, Waschbär, aber ich bin schneller. Sehr schade. Oh, ein Graser liegt hier. Das ist ein Truthahn, schade. Das ist auch ein Truthahn, ein Wildschwein. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt eine Aufnahmepause. 2x manuell, also 2x manuell speichern. Und dann 2x schnell speichern. Einmal und nochmal. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Ciao, ciao.